tatsächlich einen Markt für solche Münzen und der Markt vom Marktpreis, je nach Seltenwert des Gepräges, also so bezeichnet man den Stempel, also die Dekoration drauf, ist in diesem Fall bei diesen boischen Münzen zwischen 3.000 und 4.000 Euro pro Stück, sodass man auf einen Gesamthandelswert von etwa 1,6 Millionen Euro kommt. Ich glaube, es liegt auf der Hand, dass das mutmaßlich nicht das Werk einer einzelnen Person sein kann, sondern wie gesagt, dass hier viel Organisation, viel Planung in der Vorbereitung stattgefunden hat und am Ende auch diese kriminelle Energie dann dazu geführt hat, dass dieser Diebstahl dann erst in den Morgenstunden des nächsten Tages festgestellt wurde.